Morgen, meine Lieben. Ja, wir haben den 12. Januar. Es ist 10.19 Uhr. Unsere Uhr ist mal wieder stehen geblieben. Dabei habe ich vor ein paar Tagen erst neue Batterie reingemacht. Also sogar unsere Uhr hat momentan keinen Bock mehr auf Hawaii und sagt, fuck it, ich funktioniere einfach nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir jetzt 10.20 Uhr. Und heute haben wir Pre-Inspection. Das bedeutet, dass heute jemand von Housing kommen wird und schaut sich unser Haus an, um zu gucken. Sehbar? Nein. Ja, um zu schauen, wie sieht unser Haus aus, in welcher Condition ist es, wie schlimm sieht es aus, muss etwas repariert werden und, und. Ja, ich bin jetzt seit heute Morgen um 4 Uhr wach, deswegen sehe ich auch so ein bisschen, ja, mitgenommen aus. Ich habe mein komplettes Haus auf den Kopf gestellt, ich habe alle Böden gewischt, ich habe meinen Ofen sauber gemacht, meine Spülmaschine ist sauber, mein Kühlschrank ist sauber, alle Toiletten, Badezimmer. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich muss dazu sagen, also solche Dinge, immer wenn es an den Umzug geht, Pre-Inspection und eben dann auch die Final Inspection, das sind natürlich meine Arbeiten, ja, also mein Mann hat ja ganz, ganz viel Papierkram zu tun und erledigt eben ganz viele Dinge, die mit dem Haus nichts zu tun haben, aber das ist meine Aufgabe und ja, wir hatten bis jetzt 2 Umzüge und bei jedem Umzug war es einfach so, dass wenn die Leute dann hier reingekommen sind, in dem Haus oder in der Wohnung, dass sie alle ja total fasziniert waren, wie sauber es war und das ist halt immer meine Mission, ja, das ist mein Go, weil, keine Ahnung, mir ist es auf jeden Fall wichtig und Schatzi hat jetzt schon den ganzen Morgen gemeint, ich übertreibe, weil, wie gesagt, das ist ja nur die Pre-Inspection, ist mir aber egal, ich möchte, dass die Dame hier reinkommt und so Klubscher kriegt und am besten gar nicht hoch, sondern einfach sagt, okay, Family, bla bla bla, you are good to go. Und an dem Tag, wie wir hier ausziehen, also am 2. Februar, gibt es dann die Final Inspection. Genau. Ja, meine Wäsche läuft jetzt noch durch. Also die ist im Trockner. Die dürfte jetzt in 26 Minuten fertig sein. Ich filme mit dem Handy. Ich hoffe, es geht von der Qualität. Aber Kamera ist leer. Muss ich nachher erst an den Akku hängen. Ja, dann habe ich hier meine Treppen sauber gemacht. Schön mit Shampoo-Reiniger und abgesaugt und da Simba hier immer mit seinen Krallen rummacht, was wir nicht verstehen, denn er hat ja hier eigentlich einen wunderschönen großen Kratzbaum. Sind da jetzt so ein paar Fäden rausgehangen und die habe ich jetzt auch noch alle abgeschnitten. Also die Treppe sieht jetzt auch wieder richtig schön aus. Dann das Treppengeländer habe ich jetzt einmal komplett sauber gemacht. Ja, also hier hängen jetzt noch 2 Shirts von Schatzi. Ja, musste jetzt noch ganz schnell durchgewaschen werden. Trockner, wie gesagt, läuft auch durch. Hier ist auch alles sauber. Mein Mann, der läuft jetzt gerade mit Maximus. Da hatte ich jetzt nämlich keine Zeit dazu. Und da er für die Pre-Inspection zu Hause sein wollte, ja, da hängt noch seine Jacke. Ja, da er für die Pre-Inspection zu Hause sein wollte und er hier jetzt nur in der Gegend rumgesessen ist, habe ich gesagt, ja, dann schnapp dir jetzt den kleinen Prinz, lauf hier um den Block und in der Zwischenzeit kann ich hier fertig machen. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Und jetzt werde ich noch ein Schlückchen Kaffee trinken und dann hoffentlich ist bald 11 Uhr, dann kann ich die Pre-Inspection von unserer Liste abhaken. Dann wollte ich noch eventuell ein Video drehen, denn ich habe von meiner lieben Honey Maus ein Paket bekommen. Und da ihr ja meine Follow My Life so gerne, meine Unboxings so gerne schaut, habe ich mir gedacht, packe ich das Päckchen mit euch aus. Wenn es von der Zeit her reicht, genau. Und ansonsten, heute Mittag muss ich dann noch zur Reinigung, ich muss noch eine Uniform von meinem Mann abholen. Dann muss ich einkaufen gehen, sonst gibt es heute nichts zu essen. Heute ist Payday, ja, heute gibt es Geld. Kennt ihr das? Wenn Geld auf dem Konto eingeht, wenn ihr frisch bezahlt werdet, dann denkt ihr immer so, yeah, I'm rich, bitch, bis dann die Rechnungen kommen. Ne? Weil immer erst schön die Rechnungen bezahlen, Schätzelein, ist ganz wichtig, bevor man shoppen geht oder sonst was. Strom, Miete, Rechnungen, ne? Weil das ist scheiße. Es ist nicht cool, wenn man mit der neuesten Hose rumläuft und muss sich aber vor dem Vermieter verstecken, weil die Miete nicht bezahlt ist. Ne?
wisst ihr Bescheid. Ja, und ja, deswegen heute Mittag ein bisschen einkaufen, weil wir haben kaum was zu essen da. Ja, naja, vielleicht, mal schauen, vielleicht habe ich auch irgendwas hier, was ich zusammenwerfen kann. Ja, entscheide ich dann heute Mittag einfach spontan. Genau, also über die nächsten Tage werde ich euch wieder mitnehmen, ob es jetzt nur heute ist oder die nächsten ein, zwei Tage. Wir schauen mal, was anliegt. Dann gebe ich euch auch nachher noch ein Update, wie es oben aussieht, denn natürlich waren wir übers Wochenende sehr, sehr fleißig. Schatzi hat ganz viel aussortiert und wir haben natürlich auch weiter gepackt. Mein Zimmer macht auch Fortschritte. Also mein Zimmer, mein Beautyzimmer ist die größte Aufgabe hier, glaube ich, an dem ganzen Umzug. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin, ne? Genau. Also jetzt dann erstmal Pre-Inspection. Ich hoffe, dass alles gut geht, dass sie nichts auf ihre Liste schreiben kann. Und dann sage ich euch nachher, wie es gelaufen ist. You want to tell them, Schätzeleins, what just happened? But hold on, I gotta get on the other side because you're so dark, I can't even see your face. Schätzeleins, just want to inform you that we passed our pre-inspection for housing. Yeah! The lady came in and I had to pick up somebody because he was being a little butthole. But nah, she was impressed by how clean our house is. No thanks to Sandra, who was stressing out the whole time, but I let her know that she had nothing to worry about. So the inspector came in, didn't even look at the whole house. She could already tell that, you know, we keep our house in very good condition. She said we had nothing to worry about. So another thing we can get off our list, right? Check off the list. Check. So, yep. Good job, babe. Thank you. Mwah. Genau, meine Lieben. Also, Schatzi hat es euch ja gerade schon gesagt. Ich hatte es euch vorhin ja erzählt, dass mein Ziel eigentlich ist, dass sie gar nicht durchs ganze Haus geht. Und so war es auch. How long did it take, Ben? Like 5 minutes? Yeah. Ja, hat, glaube ich, 5 Minuten gedauert. Sie ist reingekommen, hat nur ganz große Augen gekriegt. Sie ist noch die Treppe hoch und dann war aber over. Und dann hat sie gemeint, wir brauchen uns überhaupt keine Gedanken machen. Das Haus ist good to go. Und yeah, ich bin so happy, weil das bedeutet natürlich, in dem Moment, wie unsere Möbel abgeholt sind, dass ich hier gar nicht mehr so viel machen muss, ja. Und das nimmt mir natürlich einen Haufen Stress und einen Haufen Druck und ich freue mich wirklich, dass, ja, mal wieder meine Cleaning Disease, mein OCD, mein I like my shit clean, dass die Leute das sehen, ja, und dass ich dann auch weiß, okay, meine Arbeit hat sich gelohnt. So, jetzt haben wir mittlerweile 11.12 Uhr, die Dame war ein bisschen spät, ja, und wie gesagt, sie war ja nur 5 Minuten hier. Schatzi geht jetzt nicht arbeiten bis um 1 und ich werde jetzt mal gucken, ob ich mich vor die Kamera setze. Also mittlerweile habe ich die Kamera auch geladen, jetzt bin ich wieder mit Camcorder dabei und nicht mit Handy. Und dann gucke ich mal, ob ich das Päckchen von meiner lieben Honeymaus aufmache, das ist so süß. Also ich habe es aufgemacht und ganz viel... Ich zeig's euch, ne? Ich zeig's euch. Ich hoffe, dass ich dazu komme. Ich habe jetzt ein bisschen Freilauf. Wie gesagt, ich bin ja heute Morgen schon rumgerannt ohne Ende. Und deswegen kann ich jetzt auch ein bisschen Päuschen mit euch machen. So, meine Lieben, wir haben jetzt mittlerweile 12:30 und da wir überreife Bananen zu Hause hatten und mein Mann ja sehr, sehr gerne Bananenbrot isst, habe ich jetzt gedacht, mache ich Schatzi ein bisschen Bananenbrot. Ich hatte dazu ja mal ein Video auf meinem Kanal gemacht, das ja, blende ich euch hier irgendwo ein, denn ich hatte jetzt auch in den letzten Tagen mehrmals auf Instagram und auch per E-Mail die Nachricht bekommen, dass ihr das Bananenbrot nochmal nachgebacken habt und oder auch für die neuen Schätzeleins, dass die das nachgebacken haben und waren da jetzt total begeistert von. Ihr wisst es, ich mag Banane überhaupt nicht. Auch der Geruch von Banane bringt mich leider zum Kübeln. Ich werde jetzt dann auch gleich hochgehen, dass ich es nicht ganz so extrem rieche. Gebacken wird das Ganze bei 355, ja so 180 Grad, ungefähr 40 Minuten. Und ihr könnt ja sehen, so hoch ist es gar nicht, aber durch das Backpulver geht das Ganze schön auf und es sieht dann nachher aus wirklich wie ein Kuchen. Und ich habe wieder Rosinen dazu. Normalerweise mache ich ja entweder Haselnüsse oder Mandelblättchen rein. Hatte ich jetzt aber beides nicht da und jetzt habe ich Mandelstifte, also
naja, wir müssen dann mal abwarten, was Schatzi sagt, ob es ihm so auch geschmeckt hat. Und jetzt kommt das Ganze, wie gesagt, in den Backofen rein. Und für alle die das Bananenbrot nachbacken möchten, ich verlinke euch das Video irgendwo. Hier hinten Butter, genau zum Weichwerden, dass ich nachher wieder Knoblauchbutter machen kann. Und zu essen wollte ich heute Spaghetti Carbonara mit angebratenem Speck. Also ganz, ganz viel Bacon obendrauf. Haben wir jetzt so noch nicht gemacht. Aber das sind jetzt mal die Zutaten, die ich zu Hause habe. Schatzi braucht nämlich das Auto und so muss ich nicht einkaufen gehen. Also ich habe anstatt Spaghetti werde ich Linguini? Ich glaube, die heißen Linguini, ne? Moment, ich guck mal. Ja, genau, Linguine. Diese Teile werde ich verwenden und dann Carbonara-Soße aus der Tüte. Ja, weil die essen wir sehr gerne. Und dann bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht noch ein bisschen Pilze, Zwiebel, ja, einfach ein bisschen Gemüse mit reinschneide. Und den Bacon, den werde ich dann separat kochen, backen, braten. Jetzt habe ich alles durch. Ihr wisst es, Schätzeleins, ne? Mutti ist keine Koryphäe in der Küche. Aber wir fallen auch nicht vom Fleisch. So, und dann wie gesagt den Bacon extra anbraten, schön knusprig und das Ganze dann so ein bisschen zerhacken und dann einfach über die Soße drüber. Hört sich gut an, ne? Ja, also der Plan steht, wie es dann nachher aussehen wird, wie es schmecken wird, lasse ich euch dann wissen. 45 Minuten später sieht das Ganze jetzt so aus. Bananenbrot ist fertig. Wenn der eklige Geruch nicht wäre, würde ich auch echt eine Scheibe abschneiden und ein bisschen probieren, denn aussehen tut es wirklich gut. Ihr könnt sehen, er ist sehr schön aufgegangen. Eher für den Kuchen, das für das Bananenbrot, je nachdem wie ihr möchtet. Also manche sagen, es ist ein Bananenkuchen und viele sagen eben, es ist ein Bananenbrot. Ja, ich habe jetzt meine Kuchen Platte nicht gefunden, deswegen hier einfach so ein Plastikteller, dass das Ganze jetzt abkühlen kann. Nachher wird es dann eh so in Scheiben aufgeschnitten und dann lagere ich das in Tupperdosen, weil mein Mann Bananenbrot sehr gerne zum Frühstück isst. Also dann auch einfach in den Toaster rein erwärmen, dann wird es schön knusprig und dann macht er sich immer noch ein bisschen Butter drauf. Also wie gesagt, wer... Die Hauptzutat nicht Banane, wäre ich wahrscheinlich auch ganz vorne mit dabei. Und ich war jetzt auch froh, dass ich oben war, weil der Geruch in dem Haus ist echt extrem. Es riecht zwar auch nach Backen, aber eben nicht nach Plätzchen oder Kuchenbacken, sondern es riecht leider wirklich nach Banane. So, ja, ich habe mir jetzt gedacht, dass wir das Unboxing in dieses Video mit einbauen, weil... am Freitag ist ja die Auflösung meiner Aufbrauch-Challenge. Das bedeutet also, am Freitag drehe ich ein Video. Heute drehe ich das Follow My Life. Und ja, wenn ich jetzt noch ein drittes Video drehen würde, wüsste ich gar nicht, wann ich es hochladen soll. Denn wie ihr wisst, mag ich es nicht vorauszudrehen, weil ich dann immer das Gefühl habe, wenn was passiert, in, ja, keine Ahnung, in den Kommentaren, ja, und dann kommt ein Video, was schon vorgedreht ist, dann passt es irgendwie nicht so, weil wenn in den Kommentaren jetzt zum Beispiel ganz viele Fragen kommen, dann könnte ich im nächsten Video einfach drauf eingehen und deswegen mag ich das Vordrehen einfach nicht. Also ich denke, ihr versteht. Für alle die, die jetzt keinen Bock haben, sich das Unboxing anzuschauen, ich schreibe das dann unten hin, wie lange es geht. Ich denke, ich werde eine Weile dabei sein und ihr könnt ja dann einfach vorspulen. Und für alle die, die da jetzt Lust haben, mitzugucken und zu sehen, was ich geschenkt bekommen habe, würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal hoch. Ich baue die Kamera auf, hole das Päckchen raus und ja. So, meine Lieben, es geht los mit unserem Unboxing. Ich habe, wie gesagt, von meiner Honey Maus ein Paket bekommen. Das ist kein Päckchen, nein, es ist ein Paket. Die liebe Honey durfte ich ja in Deutschland kennenlernen, ist wirklich eine ganz, ganz liebe Maus. Ich schaue ihre Videos gerne, ich mag sie wirklich sehr, da sie einfach eine ganz, ganz liebe ist. Also Honey kann man meiner Meinung nach ganz schwer beschreiben. Entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Ich mag sie.
Sie hatte mir jetzt also Anfang Dezember, ich meine, dass sie mir Ende November, Anfang Dezember auf Instagram geschrieben hatte und mich gefragt hat, ob sie meine Adresse haben darf, um mir eine Karte zu schicken. Ja? So. Ich habe ihr in meiner Nachricht dann auch gesagt, dass sie meine Adresse sehr gerne bekommt, aber ich möchte nicht, dass sie mir irgendetwas schickt. So, ja, jetzt hatte ich dann wochenlang nichts von ihr gehört, ich habe auch keine Karte bekommen, habe dann Ende letzter Woche von ihr eine Nachricht auf Instagram bekommen mit der Frage, ob bei mir ein Päckchen angekommen wäre, denn sie hätte mir Anfang Dezember etwas geschickt und ich habe ihr dann gesagt, nein, leider noch nicht, hat dieses Mal auch wieder sehr, sehr lange gedauert, ich denke einfach durch die Weihnachtszeit und ja, es dauert generell sehr, sehr lange, bis mich hier auf der Insel etwas erreicht, gucken wir mal, wie das dann auf dem Festland ist, denn ihr wisst es, es hat manchmal auch schon Pakete gegeben, die waren über 2 Monate unterwegs, ja. Also, jetzt ist das Päckchen bei mir angekommen. Päckchen. Paket. Honey, mein Schatz, ja, ich sag's hier jetzt nochmal, du bist verrückt. Du hast einen Knall nicht gehört und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, kriegst du auch nicht erst einen Knutscher und eine Umarmung, sondern kriegst du erstmal die Leviten gelesen. Weil ich kann immer nur wieder sagen, Schätzeleins, gebt bitte kein Geld für mich aus. Ich mag das nicht. Also, was heißt, ich mag das nicht? Es gibt mittlerweile so viele Kanäle, ja, die haben Packstationen und da wird so dieses Betteln wird da einem vermittelt und ich möchte das einfach nicht. Ich denke, von vielen YouTubern ist es dann auch gar nicht als, ja, bitte schickt mir so gemeint, aber es kommt bei den Menschen halt so an. Und ich persönlich freue mich wirklich über Karten, Briefe und Bilder. So, und ich werde jetzt auch, wenn wir dann umgezogen sind, werde ich mit meiner Adresse ein bisschen vorsichtiger sein. Wobei, ist ja auch Blödsinn, weil mir meine Mäuse ja immer schreiben, ja, eine Karte. Eine Karte. Und dann, ne, kommt hier sowas. Ich bin mir auch relativ sicher, dass eine Karte drin ist, plus 3000 andere Dinge. So, und ich habe das Päckchen schon aufgeschnitten und guckt mal, Leute, das sieht so süß aus. Hier mit diesen, wie nennt man diese Knautschknäulchen? Ja, und noch so schön weihnachtlich. Also das Erste, was mir entgegenkommt, ist hier so ein wunderschöner Stern, wo drauf steht, frohe Weihnachten. Das Problem ist, meine komplette Weihnachtsdeko ist ja weg, wie ihr wisst. Und es ist auch alles schon verklebt, hoch 10, weil ich ja jetzt nicht mehr mit Weihnachtsdeko gerechnet habe und das alles von den Movers dann so mitgenommen wird. Aber natürlich werde ich einen Platz dafür finden und dieses Jahr dann auch in meiner Weihnachtsdeko wieder zu finden sein. Also wunderschön. Dafür schon mal vielen Dank, lieber Honey. Dann sehe ich hier nämlich eine Karte, ja, um die es ja eigentlich ging. Für meine süße Sandra und Family. Total goldig. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es vorlesen darf. Oh, guckt mal die Karte, die ist so schön. Da kriegt man fast wieder ein bisschen Weihnachtsstimmung. So, Schätzleins, hol die Santa Claus Schlüpper raus, nochmal ein bisschen Apple Pie Tee und los geht's. Weil das ist hier richtig weihnachtlich angehaucht. Oh. Hallo meine liebe Sandra Maus, ich wünsche dir und deiner Familie alles Liebe der Welt und frohe Weihnachten. Merry Christmas. Ihr seid eine super tolle Familie und ich bin froh, dich, euch zu kennen. Hab dich in meinem Herzen, deine Honey. Oh, ganz dicker Knutscher an dich, meine Maus. So, so, so süß von dir. Vielen, vielen Dank. Kommt natürlich zu meinen restlichen Karten. Wie ihr wisst, meine ganzen Karten und Bilder von euch, das habe ich ja mittlerweile auch schon alles an einem Fleck, weil das so mein ganzer Stolz ist und ich nicht möchte, dass da irgendwie was dran kommt. Und da kommt diese Karte natürlich auch mit dazu. Mäuschen, 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 wenn du keinen Schuss hast, guck mal, oh wie süß. Hier, so kleine Zuckerstangen. Oh,
Ja, die riechen auch so ein bisschen mintig. Finde ich dann auch total süß, wenn man sich die dann an den Weihnachtsbaum hängt oder einfach so als Deko. Mensch, 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 Mensch. Und überall diese Teile hier. Knaller. Also dein Paket, muss ich sagen, sieht auch sehr gut aus. Ja, hier an der Seite. Dieses Mal keine Löcher. Also ich habe wirklich schon Pakete gehabt, da waren solche Löcher drin. Ich weiß nicht, ob sie herkicken oder... Also ganz manche Pakete haben echt schon richtig böse ausgesehen, aber das sieht gut aus. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit einem Päckchen an. Da steht Maximus drauf. Uppala, das ist richtig groß und schwer. Hier, oh wie süß. Oh, mit Herzchen. Ja, also man muss ja sagen, ne, Maximus hat ja ganz, ganz vielen von euch das Herz geraubt. Also Maximus, der ist ja hier ein richtig kleiner Pimp, der liegt hier drüben. Und ich finde es immer so süß, wenn ich dann eure Kommentare lese, wie goldig ihr Maximus findet. Und ist er aber auch, ja, kann ich ja echt nur sagen. Also manchmal würde ich ihm am liebsten das Ohr abbeißen, aber so einen Hund mit einem halb abgeknabberten Ohr in der Gegend rumlaufen zu sehen, das sieht ja auch doof aus. Ja? Aber er ist schon süßer. Und dass ihr da, dann immer an... meine Kleinen mitdenkt. So. Was kommt mir denn da entgegen? Etwas Rotes? Okay, was ist das denn? Guckt mal! Wie geil! Also das ist eine Kosmetikbox, soft und sicher. Klassik 64x dreilagig. Ne? Hier oben sind dann auch ein paar Kosmetiktücher zu sehen, aber Honey ist ja eine ganz clevere und sie hat da anscheinend etwas eingepackt, was man offiziell ja nicht schicken darf. Also ich habe von euch schon Dinge zugeschickt bekommen, die man wirklich nicht schicken darf, aber ihr seid dann eben auch so clever und schreibt es nicht auf den Zollzettel drauf oder packt es in eine Box. Hat Mama ja auch gemacht und da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also mir kommen hier auch wirklich Taschentücher entgegen, die ich auch nicht wegschmeißen werde. Nein, denn meine Box ist fast leer und es rentiert sich momentan ja kaum noch, mir eine Kosmetikbox zu kaufen. Oh, wie? Okay. Oh, du bist so geil. Wie süß. Guck mal. Neu. Duolinis, 20 Knabberstreifen, reich an Geflügel und Rind. Ui. Ja gut, da steht neu drauf. Die kenne ich nicht. Maximus kennt sie auch nicht. Ich rieche nichts. Da bin ich mal gespannt. Ist für Haut und Fell mit Omega-Fettsäuren. Mit Tierärzten entwickelt. Ja, sehr schön. Da wird sich unser kleiner Prinz freuen. Und was hat sie noch drin? Nein, wie geil! Oh, wie cool! Seine geliebten Dental-Zahnbürsten. Leute, die liebt er. Die liebt er so sehr. Also, es gibt ja von den Amerikanern auch solche Zahnbürsten. Aber wenn ich ihm eine amerikanische Zahnbürste hinhalte, dann riecht er erst so. Dann macht er den Mund auf und dann nimmt er es widerwillig. Ja, weil er weiß, es gibt ja jetzt nichts anderes. Aber diese Teile hier, da geht der ab wie ein rotes Moped, kann ich euch sagen. Diese Teile, die sind auch innerhalb von 5 bis 10 Minuten, sind die weggekaut. Die mag er echt gerne. Also vielen, vielen, vielen Dank. So, genau. Und dann ist die Box auch leer. Also total süß. So, dann geht es weiter mit einem kleinen... Oh, guck mal die Verpackung. Oh, wie schön. Da kommt man wirklich wieder in Weihnachtsstimmung, ne? Müsst ihr jetzt fast einen Weihnachtsbaum aufbauen. Noch ein bisschen Glühwein dazu. Ja, okay, bei den Temperaturen, da brauche ich 3 Schlücke und ruckzuck habe ich hier 5 Atü im Gesicht hängen. Oh, jetzt habe ich keine Schere dabei. Ah, okay, es geht auch ohne. Fingernägel sind sowieso zerstört, da ich ja heute Morgen eine Putzorgie hatte. Was ist das? Ist das fein? Ist das fein? Was hat dir die Honey da geschickt? Huh?
der riecht es. Der ist jetzt an den Zahnbürsten dran. So. Ui, was haben wir denn hier? Oh, Nagellacke, oder? Doch, von Essence. Oh, guck mal, in einer total schönen Verpackung. Nagellacke habe ich ja auch schon alle weggeräumt. Die habe ich hier übrigens. Da sind meine ganzen Nagellacke drin. Hier unten habt ihr jetzt Maximus. Was riechst du denn da? Was riechst du da? Oh ja, Gussi, Gussi, Gussi. Also zwei wunderschöne Nagellacke von Essence. Einmal, war das eine LE? Mary Berry? Also hier haben wir so ein schönes Lila in der Farbe 01, The Mask Ball. Oh. Hoppala. Hier. Und ein wunderschöner Goldglitzer in der Farbe, kann der Mutti nicht lesen. Ja. Also gerade die zwei in Kombination sieht bestimmt ganz, ganz toll aus. Also vielen, vielen Dank. Mary Berry, wie gesagt, weiß ich nicht, ob das eine LE ist. Also momentan gucke ich ja wieder weniger Haul-Videos, außer von meinen Mäusen. Und da ist mir Mary Berry gar nicht so ein Begriff. Aber guck mal, allein diese Verpackungen hier. Hallo, wie süß ist das denn? Da schießt einem ja schon die Milch ein. So goldig. Du bist auch mit am Auspacken. Jetzt riecht er an der Box. Was riechst du denn da? Hä? Das ist fein, gell? So, dann haben wir hier noch eine Box. Mann, 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 Mann. Nur eine Karte. Nur eine Karte. Oh, noch mehr Nagellacke. Oh. Auch aus dieser Mary Berry LE, die Farbe 03 Pink and Perfect. Das ist so ein richtig schönes, bäriges Lila. Lila-Pink. Und dann haben wir hier, oh, das könnte ja schon fast eine Neonfarbe sein, in der Farbe 04 Red Rocks. Also ich glaube, mit einem weißen Unterlag könnte das schon fast eine Neonfarbe sein. So knallig ist der. Also richtig cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Stelle ich jetzt mal, wie gesagt, alles hier an die Seite. Weil es wird natürlich nachher auch eingeräumt. Also ich werde vor dem Umzug, werde ich hier nochmal den Koffer durchgehen und werde mir bestimmte Nagellacke raussuchen, die ich dann auch mitnehmen werde. Aber momentan möchte ich jetzt halt alles so ein bisschen separieren. Heißt das separieren? Oder höre ich mich jetzt nur wieder gescheiter an, wie ich eigentlich bin? Trennen? Das ist mehr Mutti-like, ne? Trennen. Und ja, vorm Umzug werde ich dann eben so ein paar Nagellacke raussuchen. Aber wirklich ganz, ganz tolle Lacke. Also ich bin hin und weg. So richtige Knallerfarben sind da dabei. Oder auch dieser Goldton. Hier dieser fast Neon-Pink, wenn man sich den auf alle Nägel macht und dann hier diesen Gold auf einen, entweder den Ringfinger oder Ring- und Zeigefinger, sieht bestimmt auch klasse aus. So, dann haben wir hier ein Organza-Säckchen in rosa. Ja, Honey ist für mich so richtig Mädchen, aber das meine ich nicht böse, überhaupt nicht. Also, sie mag halt so rosa Töne und wobei auf den Nägeln hat sie ja immer sehr gerne Stone, wie sie so schön sagt. Ist das für dich eigentlich ein Stone-Ton, Honey? Oder ist das eher nur Nude? So, da kommt uns sowas Flaches entgegen. Das lässt dir jetzt keine Ruhe, gell? Was haben wir hier? Ui! Mary Berry Highlighter Paar. Oh! Guckt euch mal die Statue an. Oh Gott! Hallo! Sterne! Sterne! No! Oh, nee, Leute, da braucht er jetzt aber nicht meinen, dass er von mir einen Swatch bekommt. Nee, dann ist ja der Brett kaputt. Das ist jetzt so ein Produkt, das stellt man sich einfach nur hin und das sieht schön aus. Ne? Für die ganzen Hater und Neider jetzt wieder, was macht man mit dem ganzen Scheiß?
Man legt sich das in die Gefriertruhe, ja? Und wenn man Backups hat, dann einen in die Gefriertruhe, einen ins Schminkzimmer, einen ins Bad. Und man guckt sich die Teile einfach nur an, findet sie schön und erfreut sich dran. Und nein, sowas kann man niemals aufbrauchen, denn so etwas möchte man gar nicht aufbrauchen. Oh Gott, wie schön. Guck mal die Sterne. Ja, was zeige ich euch? Ihr kennt es ja sowieso, aber ich kenne es gar nicht. In der Farbe 01, I love my golden pumps. Tja, wisst ihr Bescheid, ne? Oh, wie schön. Da muss ich ganz extrem vorsichtig mit sein. Also vielen, vielen Dank dafür. So, dann Simba Fatboy. Leute, ihr seid so geil. Ehrlich wahr. Ich würde euch ja jetzt sagen, worauf Schatzi momentan wartet. Er hofft ja immer, dass etwas Bestimmtes in den Paketen für ihn drin ist. Ja? Ich sag jetzt aber nicht, was es ist, denn sonst heißt es wieder, Sandra, du sagst es, weil du weißt, du hast Schätzeleins, die schicken dir etwas. Nein, deswegen halte ich von jetzt an hier, ne, die Gusche. Weil ich weiß, es gibt die eine oder andere, die erzählt es dann in ihren Videos und dann bekommt es halt auch zugeschickt. Aber ich bin mittlerweile echt schon immer am Überlegen, was sage ich und was sage ich nicht. Weil ich weiß, ganz viele von meinen Mäusen, die sitzen nämlich immer hier vorm Laptop und schreiben auf, oh, hat die Mutti kein Backup mehr oder oh, da hat sie mal gesagt, das hätte sie gerne. Und das mache ich schon gar nicht mehr. So. Was haben wir denn hier? Hanni! Also Simba kriegt einen Milchbeutel mit Haarvollmilch, 3,5% Fett. Ja, Mäuschen, er ist ja schon Fettboy. Da hätten es 1,5 auch getan. Also auf die Idee muss man auch erst mal kommen. Oh, scheiß die Wand an. Guck mal, wie geil! Leute, ernsthaft, also ich könnte hier gerade echt zusammenbrechen vor Lachen. Meine Augen tränen richtig. Das ist nicht für dich, das ist für dein Bruderherz. Guckt mal, hier diese Knabberstangen für die Katzen, ne? Gibt es hier ja auf der Insel gar nicht. Soweit ich mitbekommen habe, gibt es diese Teile in Amerika für Katzen überhaupt nicht. Also ich hatte mich ja schon drauf gefreut, auf dem Festland dann gucken zu können. Aber wir hatten meiner Schwiegermutter Bescheid gegeben, weil sie gefragt hat, ob wir irgendetwas brauchen. Und ich habe sie dann mal angeordnet, nach so Katzensticks zu schauen. Und dann hat sie mir aber gesagt, dass es sowas in den Staaten generell gar nicht gibt. Und da wird er sich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4 Päckchen. Ja, also vielen, vielen Dank. Und die Idee mit der Vollmilch, also das ist der Abschluss. Das ist wirklich der Abschluss. Ich brä... Okay, super. So, ui, dann haben wir hier was... Hoppala, dann haben wir hier was ganz Schweres. Da steht nichts drauf. Das hat richtig Gewicht. Vollmilch für Simba. Klasse. Was haben wir denn hier? Ich habe keinen Kaffee. Das muss ich probieren.
Also 10 Grad kühler und ich könnte hier nochmal die Weihnachtskugeln rausholen. Winterzauber von Fincare. Wo gibt's die denn? Steht nicht drauf, Schätzeleins. Aber sehr, sehr lecker. Also, wenn euch das nichts ausmacht, dass wir jetzt hier Mitte Januar haben und bei einigen von euch sind ja auch schon richtige Frühjahrstemperaturen und ihr auf Mandel, Spekulatius, Apfel steht, hoppala, wo ist es gelandet? Im Auge? Hab Zähne geputzt, alles gut. Mmh, da sind richtige Apfelstückchen drin. Oh, wie lecker. Und dann gleich 4-mal. Oh, wie geil. Naja, also Schatzi kriegt heute Abend Bananenbrot und der Mutti isst hier Apfel, Mandelspekulatius Apfel. Und dann natürlich mit Apple Caramel Pie Tee. Heißt der so? Naja. Oh Gott, wie lecker. So. Das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Fräulein. So, dann haben wir hier dieses Päckchen. Also ich bin ja jetzt auf alles vorbereitet, ne? Jetzt hatten wir eine Milchbox, Kosmetiktücher, um hier irgendwas zu verstecken. Mal gucken, was uns noch entgegenkommt. Okay, jetzt haben wir etwas Durchsichtiges mit ganz vielen Schätzchen von mir. Also Handcreme ist, glaube ich, auch etwas, worüber ich mir nie mehr Gedanken machen brauche. Was heißt glaube ich? Weiß ich. Also, meine geliebte CN Handcreme mit Milch und Lavendel habe ich mittlerweile sehr, sehr viele Backups, was aber überhaupt nichts macht, denn ich habe immer viele gleichzeitig in Verwendung, ne? Einmal im Badezimmer, Schminkzimmer, Handtasche, Nachtschränkchen, Küche. Also, und was ich mittlerweile auch sehr gerne mache, weil ich den Geruch so sehr mag, ich creme mich damit auch komplett ein, weil ich einfach so viele zu Hause habe. Die Pflege ist gut, ja, wenn man jetzt keine anspruchsvolle Haut hat, kann man sich damit auch mal im Poppes eincremen. Hat einen ganz, ganz tollen Lavendelgeruch und wirklich eine schöne Pflege. Und für die Hände, ja, kennt ihr ja von mir, ne? Und dann hat sie mir noch ein paar von meinen Schätzchen eingepackt. Gott, wie süß! Also, 2-mal Garnier Hautklar Anti-Pickel Thermomaske. Oh, hängt mir hier der Apfel aus dem Mund. Brauche ich nichts mehr zu sagen. Dann von Sienz, ja, diese Aqua-Feuchtigkeitsmaske mit Aloe Vera und Jojobaöl. Intensive Feuchtigkeit für trockene Haut. Die kenne ich jetzt auch nicht. Dann von Balea die Lavendel-Mousse-Maske, die ich klasse finde. Die mag ich wirklich sehr, sehr gerne für abends. Meine geliebte Augen- und Lippenmaske von Shebenz, da brauche ich ja auch nichts mehr zu sagen. Kennt ihr von mir. Und meine Balea-Tuchmaske. Ja, alles Produkte, die ich sehr gerne mag, bis auf die Sien, die kenne ich noch nicht. Und das werde ich auch genauso in meinen Koffer geben. Also ihr habt ja gesehen, ich habe schon ganz, ganz viele Masken gepackt. War jetzt aber am Überlegen, ob ich noch mehr mitnehme. Und dann nehme ich einfach hier dieses Tütchen mit, genauso wie es gepackt ist. Hier mit diesem schönen durchsichtigen Tütchen. Ist das ein Tütchen? Tasche. Tasche, Sandra. Und ja, dann ist es auch alles an einem Fleck. Also auch hierfür vielen, vielen Dank. Ja, man merkt, Hanni schaut meine Videos. Ja, also sie kennt meine Schätze. Dann dieses Schätzchen. Was
Ich brech ab. Ein Pinselset von Ebelin. Leute, guck mal, die sehen ja fast ein bisschen aus wie die von Real Techniques. Hallo? Oh, komm, ich glaube, da kommt sogar eine Tasche mit dazu. Kann das sein? Boah, das ist zugeklebt. Nein! Voller Körpereinsatz hier, Schätzeleins, wenn ein Fingernagel abkracht. Geht ihr aber ab, der Luzi. Naja, ich müsste sie eigentlich eh neu lackieren. Die Ofenreinigung hat sie heute Morgen ein bisschen abgefuckt. Das ist ja der Knaller. 5 Beauty-Pinsel für ein perfektes Make-up. Ebelin Foundation-Pinsel. Wartet, ich hol die euch mal raus. Was heißt, ich hol die euch mal raus? Ihr kennt sie ja eh. Ich zeig euch ja nur, was ich bekomme. Und ihr seid da ja... Oh, guck mal, das ist ja so eine richtige Box. Klappe zu, Affe tot. Guck mal, wie geil. Nein. Also, wir haben einmal einen Foundation-Pinsel. Das ist der hier. Oh, guck mal, die sind richtig geil aufgemacht. Dann haben wir einen Puder... Oh, einen Puderpinsel, der ist... Ja, müsste gewaschen werden, ganz klar, aber total weich. Dann haben wir einen Augenbrauenpinsel, so ein abgeschrägter. Und dann zweimal einen Lidschattenpinsel. Einen Blenderpinsel und einen Lidschattenpinsel. Also das hier soll angeblich der Blenderpinsel sein, wobei ich den relativ kurz finde. Und dann noch einen Lidschattenpinsel. Ja, also der ist schön, hat auch einen guten Widerstand. Ja, ich bin ja hin und weg, ey. Seit wann gibt es denn bitte ein Pinselset von Ebelin? Guckt mal, wie cool. Und dann hier einfach den Deckel drauf und gut ist. Und es sieht sogar richtig edel aus. Wahnsinn. Ja, ich krieg hier nichts mit auf der Insel, das wisst ihr ja, ne? So, dann haben wir hier, steht was drauf, Maximus nochmal. Achtung, was kommt mir denn jetzt entgegen? Also wenn hier mir gleich eine Kondombox entgegenkommt, dann haben wir ein Problem, wenn ich das nachher Schatzi erklären muss, wenn er heimkommt und er sieht das. Du bist der Knüller, ey. Okay, also hier hatten wir auch nochmal ein Pinselset. Aber ohne Pinsel. Ui, sie hat es sogar schön zugeklebt. Ich warte auf den Krach, dass der Daumennagel nach hinten hängt oder so. Ja, ich bin heute gut drauf, Schätzeleins. Ne? Die Inspection heute Morgen oder diese Pre-Inspection, also ist ja echt super gelaufen. Und dann kann man ja auch mal gut drauf sein. Und wahrscheinlich ein bisschen übermüdet bin ich auch, aber passt alles. Oh, du verrücktes Huhn, du! Leute, guckt mal. 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Knabberwürstchen mit Pute und Lamm ohne Zuckerzusatz. Und da kommt er schon wieder. Oh, bist du geil. Vielen, vielen Dank, dass du da auch so an meine Mäuse gedacht hast. Du bist ja echt der Wahnsinn, ey. Oh. Mann, Mann, Mann. So, dann haben wir, was haben wir hier? Für dein Schatzi. Ja, Schatzi ist ja nicht da. Ich pack's für ihn aus und... Oder soll Schatzi selber auspacken? Ist ja für Schatzi.
Nee, dann darf Schatzi nachher selber auspacken, ja, weil ich mag das nicht für andere auspacken. Das ist wie mit Post, wenn nicht mein Name draufsteht, dann habe ich da auch nichts dran zu suchen. Oder Handy oder so, ne? Also vielen, vielen Dank im Namen von meinem Mann. Da wird er sich mit, da wird er sich sicherlich freuen. Und nochmal für deinen Schatzi. Oh, da wird er ja richtig beschenkt. Und dann haben wir jetzt noch ein großes. Was ist das denn? Guckt mal. Mensch. Bin gespannt, wie so ein Anschnallgurt. Was mir da jetzt für eine Box entgegenkommt. Was ist das denn? Nein! Oh, du verrücktes Huhn! Bist du ver... Oh mein Gott! Oh, warte ab, Fräulein. Warte ab. Ich habe jetzt auch deine Adresse, ne? Weißt du Bescheid? Ich weiß jetzt, wo dein Haus wohnt und, ja. Also, Hani hat ja... Ich mache hier gerade ein bisschen Lärm, ne? Kleinen Moment. So, jetzt haben wir's. Also, Hani hat ja einen Friseurladen. Und Hani hatte mir, wie ich in Deutschland war, so kleine Abfüllungen gegeben von Shampoo, Conditioner und Kur. Von Produkten, die sie in ihrem Laden verwendet und ist da auch wirklich begeistert von. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich so viele offene Produkte hatte. Jetzt arbeite ich es wirklich ab. Also ich habe ja jetzt gerade in einem Aufgebraucht-Shampoo gezeigt. Jetzt ist schon wieder eins leer gegangen. In meinem Aufgebraucht davor habt ihr ein Shampoo gesehen. Und diese Probiergrößen, die sind ja jetzt bei mir auch im Koffer zu mitnehmen. Und diese verrückte Nudel hat mir von Schwarzkopf, also von diesem Pröbchen, jetzt einmal das Shampoo. Und können wir uns mal bitte über diese wunderschöne Verpackung unterhalten? Hallo? Was ist das denn für ein Mördermoped? 200 Milliliter mit Pumpspender für die Mutti. Oh, ihr wisst es, ich liebe Pumpspender. Ja. Sea Daily Luxury Cashmere Shampoo. Stressed Hair. Ja, ich habe gestresstes Haar, aber vom Feinsten. Und dazu dann auch noch Conditioning Lotion. So, was ich euch sagen kann ist, wie gesagt, Wirkung weiß ich noch nicht. Natürlich habe ich einen Rüssel dran gehängt an meinen Probiergrößen und das Zeug, das ist der Wahnsinn vom Geruch her. Also das riecht, das riecht so, so toll und ich möchte nicht wissen, was diese Produkte kosten, denn es ist Schwarzkopf Professional, was man also wirklich in Haarstudios findet. Und wir wissen alle, diese Produkte sind nicht günstig. Und guck mal, jetzt sehe ich gerade hier die Flasche. Die hat hier so diesen dicken Bauch, ist oben und unten dünn. Und diese Flasche ist oben und unten dünn. Und in der Mitte, also oben und unten so ein bisschen breiter und in der Mitte so dünn. Also das ist ja richtig aufeinander abgestimmt. Wie geil sieht das denn aus, bitte? Also auch wenn diese Pullen irgendwann mal leer sind, da mache ich mir irgendwas anderes rein, weil das sieht ja einfach nur geil aus. Ich brech ab. Du verrückte Kuh. Du hast also... Nee. Eine Karte. Eine Karte. Ja, und dann hier solche Mördergeräte, ne? Moiske. Vielen, 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 vielen Dank. Ich schicke dir den mega dicksten Knutscher, dass du dir das so eine Mühe gemacht hast. So viel Geld ausgegeben hast, an meine Mäuse gedacht hast, also du bist echt der Wahnsinn. Deine Ideen, ich könnte scheiße brüllen vor Lachen, wirklich wahr. Knaller, wirklich Knaller. Und auch, dass du an meinen Mann gedacht hast. Ich bin ja schon neugierig, ne? Nee, muss Schatzi nachher selber aufmachen. Und dann hier diesen wunderschönen Highlighter, also...
Da gehen bei mir alle Milchdrüsen auf bei sowas Süßem. Total schick. So, meine Lieben. Also, das war jetzt das Unboxing von meiner Honey. Guckt mal unten in die Infobox, wenn ihr wollt. Da verlinke ich ihren Kanal, ne? Wenn ihr da mal drauf gucken wollt. Ich mag sie sehr gerne. Ich schaue sie sehr gerne. Sie ist jemand, ja, so ein bisschen wie ich. Also, es dauert lange, bis sie auf den Punkt kommt. Spricht so ein bisschen... Es dauert halt länger bei ihr, ne? Also bei ihr, das ist nichts, wo man sagt, ich gucke jetzt mal 5 Minuten Honey, weil ich wissen will, was sie beim DM gekauft hat. Nee, also da könnt ihr meistens eine Dreiviertelstunde, Stunde einplanen. Aber ich mag sie. Ich mag sie. So, also dann werde ich hier jetzt aufräumen, meine Lieben. Und die Dinge, bei denen ich weiß, dass die mit mir mitkommen nach Atlanta... Die packe ich direkt in den Koffer rein, weil dann ist das nämlich schon mal weg. Weil, wie gesagt, ich bin momentan wirklich am Sortieren, ja. Und ich habe auch ein System, würde dem einen oder anderen jetzt nicht gleich auffallen, wenn er hier ins Haus reinläuft. Aber der Mutti weiß, was Sache ist. Und das ist ja auch die Hauptsache. So, gut. Also, dicker Knutscher an dich, Honey. Und Mutti geht jetzt aufräumen. Ha? Whatever. So, meine Lieben, Schatzi ist jetzt auch gerade nach Hause gekommen und er darf jetzt natürlich auch seine Päckchen auspacken. You excited? Yeah. Let me see your excited face. Yeah. Yeah. What is it? Mozart? Oh, Mozartkugeln. Have you ever had these? No, so this is chocolate covered nuts, right? Chocolate covered nuts, right? Well, it's an assorted pack, right? It's hard to describe. The original is from Austria, and the original is very expensive. You gonna try it? Sure. First taste test. 2016. Bitches. I think I've had these before. Your face. No, I'm serious. I think I've had these before. Is it good? Yeah, lecker. No, yeah, lecker. Because I'm looking through the display. Dankeschön. It's from Honey. Huh? It's from Honey. Dankeschön, Honey. Mmm. They won't last long. Mm-mm. Mmm. Oh, should you get another one? Yep. Dang. This one for you. Oh shit. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Look at all. Yeah, she got me a lot of cool stuff, and she got a lot of stuff for Simba and Maximus too. Yeah. Mm-hmm. Look at these four too. Aww. They kissing each other. Aww. Well, so it's time to eat. Oh. Sorry. So, meine Lieben, also ich habe jetzt schon gegessen. Wie gesagt, bei uns gibt es heute Pasta Carbonara. War wirklich sehr, 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 sehr lecker. Ich habe Frühlingszwiebeln, Pilze und Bacon angebraten und dann die Soße gemacht. Also, wie gesagt, war wirklich, wirklich gut. So, bei uns ist jetzt hier auch erstmal Raubtierfütterung. Macht jetzt gerade Schatzi, weil sonst drehen die Kleinen wieder komplett durch. So what's gonna happen next week, Schatzi? I'm clearing. That's not how you said it 2 minutes ago. Hmm? But you put me on the spot. I'm clearing. Means what? Means I'm gonna be nowhere to be found. They'll see me in the morning for PT. That's it. Deuces. Do the face again? Hmm? I don't know what face I'm in. How's the food? Scrumptiliumptious. Got a little kick to it, too. Yeah. You put some red peppers in there? Yes, sir. You hear your boy? Yeah. I got a burp. Let it out. Are you gonna watch me eat the whole time?
on, Shetsy. Say it the way you just said it. I don't even remember half of what I said. Because it came from the dome. What? I was in the moment, you know? It's hard to recreate stuff like that when it's just instantaneous. So. Oh, now you're using the big words? That's not a big word. What are you doing? You think people know we're sitting on the floor? Now they do, because you told them that. And maybe because of the position of my plate. Yeah, because your foot is right next to my face. Great, you just opened one of my apps. Can you do the hazy, Shetty? The what? Do it again? No. What was that? I don't know. I don't know. We're gonna record 24/7, Shetsy. We got enough space for that? No. Hey, y'all. I need to get a new memory card. My opinion of you, what's with the fake laugh? Well, since you're blocking my arm from eating my food, I guess you gotta feed me now. Is it still warm? Yeah, somewhat. Wir schauen jetzt Modern Family. Mm-hmm. Season 7.